Ja, hier ist wieder der Pump mit seinem Let's Play von GTA San Andreas. Im vorherigen Part haben wir ja die Mission The End of the Line absolviert und geschafft. Und somit haben wir die letzte Story-Mission von GTA San Andreas absolviert. Und ja, jetzt haben wir quasi den Free-Roam-Modus und können uns hier frei bewegen und noch einige weitere Missionen absolvieren. Und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal los und starten, ja nicht wir starten das, sondern wir übernehmen die letzten Gebiete, die uns noch nicht gehören. Deswegen, ja, würde ich sagen, starten wir das einfach mal und übernehmen die letzten Gebiete. Allerdings natürlich wieder etwas vorgespult, weil das doch etwas angenehmer ist. Deswegen fahren wir einfach mal los und nehmen das erste Gebiet ein oder versuchen es zumindest. Da haben wir auch schon die ersten Leute gefunden. Man benötigt ja immer drei Personen, die dann abgeschossen werden müssen, um einen Bandenkrieg zu starten. Und ja, da merkt man auch schon, dass die KI nicht so die hellste ist und sie einfach mal, ich weiß gar nicht, wo sie hinrennt und warum sie dort überhaupt hinrennt. Aber so kann man die dann alle wie in einer Schießbude nacheinander abschießen. Ist dann auch etwas angenehmer, wenn man immer die Munition einsammelt, weil kostet ja nichts. Wo bleiben die denn jetzt? Wir können doch nicht einfach wieder bis zum Arsch der Welt laufen, nur um die Straßenseite zu wechseln. Na gut, dabei ist es jetzt ein bisschen einfacher, weil es dann doch etwas größer. So, jetzt haben wir uns mal an die Küste begeben und versuchen den Bargos ein paar Gebiete abzuluxen. Leider verschwinden die Waffen immer sehr schnell, sodass man da keine große Chance hat, irgendwie zeitig an die Waffen zu kommen. Da ist auch eine kugelsichere Weste, brauchen wir allerdings erstmal noch nicht. Ja, jetzt wird es ein bisschen kritischer. Sammeln natürlich immer schön die ganzen Goodies ein. Und haben uns dann einfach mal in das nächste südlichere Gebiet begeben und machen dort weiter. Mitte Gebiete einnehmen. Das Ganze ist ein bisschen sehr langwierig, weil deswegen spule ich das ja auch vor. Sonst braucht man wirklich sehr, sehr lange dafür. Und manchmal hat man halt auch Pech, dass überhaupt keiner von den Gangmitgliedern im Gebiet ist. Und ja, dann sucht man sich da dumm und dusselig, was dann auf Dauer auch sehr frustrierend ist. Wobei hier haben wir jetzt ja sogar wirklich recht viel Glück und kommen relativ schnell durch. Mit unserer guten Nähmaschine haben wir auch die zweite Welle überstanden. Die dritte Welle ist natürlich immer die stärkste, wo dann die meisten, ja, großkalibrigen Waffen benutzt werden. Und hier sind wir dann bei der Halfpipe oder bei dem Skaterpark. Der wird allerdings nicht von den Bargos, sondern von den Ballers besetzt. Gehört auf jeden Fall jetzt in naher Zukunft hoffentlich mir. Kommen noch ein paar. Na, da laufen sie wieder irgendwo hin. Und ja, dieses Viertel gehört jetzt auch mir. Und jetzt sind wir wieder zum Glen Park gefahren. Dort sind ja auch noch ein paar Gebiete übrig, die von uns übernommen werden möchten. Also starten wir den Schießbudenmodus und machen einfach mal alles platt, was uns vor die Flinte kommt. Und das größte Problem ist halt wirklich, dass man das Gebiet halt nicht so wirklich verlassen darf. Was auf jeden Fall interessant ist, ist, dass man immer weiter Muskeln aufbaut, obwohl man nur hin und her läuft und schießt. Und jetzt warten wir hier natürlich auf den quasi letzten Gegner, der sich einfach nicht zeigen möchte. Ja, perfekt, haben wir ihn doch noch bekommen. Und jetzt sind wir mal, ach weh, da haben wir doch ein bisschen Pech gehabt. Da haben wir nämlich den Bandenkrieg gestartet und hinter uns waren mehrere Autos, wo dann einfach mal noch Ballers drinne waren. Was dann ein bisschen schlecht ist, weil die greifen uns dann natürlich auch an.
Und hier, doch, da haben wir eine kugelsichere Weste gefunden. Der Wagen, der dabei immer herumfährt, der ist eigentlich gar nicht so relevant. Und hier zeigt sich mal wieder die grandiose KI, die dann einfach mal, ja, wegläuft. Und ja, wenn man selber zu weit wegläuft, wird man als Feigling belohnt oder betitelt, was dann auch wirklich nicht nett ist. Na gut, was will man machen? Wir gehen einfach ins nächste Gebiet und versuchen dort wieder die Ballers in ihrem Territorium einzuschränken. Was uns natürlich dann auch mehr oder weniger gut gelingt. Zweite Welle überstanden und dann die dritte, die natürlich die stärkste ist. Das klappt doch alles sogar sehr, sehr gut. Und da haben wir das nächste Viertel. Und natürlich auch direkt wieder in den nächsten Bandenkrieg. Ich glaube, die meisten Viertel gehören halt den Ballers. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Und da war dann wieder einer von den nervigen Autoschützen. Manchmal funktioniert das mit der KI sogar richtig gut, dass die sich mehr oder weniger vernünftig verhalten. Und jetzt sind wir mal ins Vagos-Gebiet gerannt und versuchen mal hier ein bisschen mehr Territorium zu gewinnen. Allerdings glaube ich, stellt sich das dann doch als relativ knapp heraus, weil die doch hier von mehreren Gegenständen, ach, von mehreren Seiten kommen. Na, wobei, es geht ja doch eigentlich noch. Die sind halt nur wieder sehr ungeschickt unterwegs und versuchen dann seltsame Wege zu laufen, nur um über die Straße zu kommen. Aber da kann man leider nicht so viel machen. Ist halt nicht besonders die KI. Was hier an den Gebieten auch sehr fies ist, die sind einfach sehr klein. Und viele kleine Gebiete dauert natürlich ja, unnötig lang. Was allerdings nicht so das große Problem ist, weil an Munition sollte es nicht hapern. Und da haben wir auch schon wieder das nächste Viertel. Nach dem kurzen Suchen der nächsten Gangmitgliedern haben wir dann auch welche gefunden und nehmen das nächste kleine Teilstück ein. Und hier sieht man auch wieder, wie grandios eine Mauer sein kann. Kann nämlich einfach mal alles aufhalten. Und da kommen dann auch schon wieder die nächsten Gegner mit der zweiten Welle, die wir dann natürlich auch wieder mit Bravour überleben. Und da war wieder ein bisschen Schießbudengymnastik. Doch leider kann man nicht immer nur, ja, einfach alles kaputt schießen. Gibt auch manchmal ein paar Gebiete, die sich etwas hartnäckiger herausstellen. Und deswegen ist man dann außer Gefecht und ja, man darf sich dann bei Pain Spray, ach, Pain Spray, in Ammunition wieder neu ausstatten. Kostet natürlich Geld. Und auf dem Weg zu dem vorherigen Gebiet, wo wir denn vorher waren, dachte ich mir, kann man natürlich auch noch mal ein paar andere Gebiete übernehmen, die auf dem Weg liegen. Bietet sich ja gerade an. Und was auch sehr schön ist, die maximale Gesundheit steigt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie weit das in Prozenten dort ist. Und jetzt sind wir wieder an dem Gebiet, wo wir vorher umgekommen sind. War natürlich nicht so praktisch, dass wir da umgekommen sind. Aber was will man machen? Dafür kann man ja dann. Es hapert bei uns ja nicht wirklich an Geld. Allerdings sind wir wieder umgekommen. Also dürfen wir wieder eine kugelsichere Weste und ein paar M4s kaufen. Und weil alle guten Dinge drei sind, versuchen wir das Ganze dann halt nochmal. Die erste Welle ist überstanden. In der Hoffnung, dass da unsere Gangmitglieder auch mal was machen. Was natürlich nicht der Fall war. Okay, dieses Viertel gehört dir. Somit haben wir jetzt quasi die nervigsten Viertel eingenommen.
Jetzt begeben wir uns mal in die Villengegend, denn dort sind auch noch einige Viertel. Einige werden sagen, ey, weiter im Westen gibt es auch noch ein paar Gebiete, ja, aber die werde ich erst später übernehmen, weil ich wollte jetzt erstmal alles zusammenhängend haben. Ist dann nämlich ein bisschen angenehmer von der Gestaltung her. Dann kommt nämlich auch nicht diese Meldung von wegen, ey, dein Gebiet wird angegriffen, weil das Gebiet ist ja nicht mehr zusammenhängend und die greifen halt nur im Umkreis von weiß ich nicht wie vielen Gebietsblöcken an. Somit ist das ein bisschen angenehmer. Und bis man dann erstmal hier wieder alles übernommen hat, ja, dauert es alles eben ein bisschen. Hier ist auch noch das Problem, dass das alles relativ kleine Gebiete sind oder zumindest sehr schmal gestaltete Gebiete. Und somit versuchen wir dann halt mal das Beste daraus zu machen. Zweite Welle ist überstanden. Wir dürfen natürlich nicht zu weit aus dem Gebiet rausgehen. Allerdings sollte das auch nicht so das große Problem darstellen. Und dann haben wir den nächsten Streifen übernommen. Und jetzt haben wir hier so ein ganz, ganz Mikronesien-Viertel übernommen. Oder versuchen es gerade zu übernehmen. Ich glaube, das ist so das kleinste Gebiet. Warum auch immer man da ein eigenes Gebiet macht. Mit der Problematik, was dann auch noch unseren Tod verursacht, müssen wir dann einfach nochmal zurück und ja, begeben uns erstmal in eine neue Richtung. Ist dann natürlich auch immer etwas angenehmer, wenn man nicht zehnmal hintereinander das gleiche Gebiet versucht zu übernehmen. Weil somit kann man dann mal, ja, sieht man ein paar andere Stadtteile. Wird nicht gefrustet. Und ja, eventuell hat man dann auch eine höhere Erfolgschance mit einem eroberten Gebiet. Und das Ganze hat natürlich dann auch noch den Vorteil, dass man dann wieder einfach ein paar andere Gebiete übernommen hat. So, wie sind wir da bei dem Mikronesien-Viertel? Die laufen natürlich auch wieder sonst wohin. Also ich weiß ja nicht, warum die das machen, aber für mich ist das irgendwie so eine schlecht programmierte KI, die einfach. Nee. Die können doch nicht einfach zum Arsch der Welt laufen, nur damit sie eine Ampel finden, wo sie dann rüberlaufen dürfen. Die sind hier in einem Gangkrieg und meinen, nee, ich muss hier ganz brav über die Ampel laufen. Und da übernehmen wir jetzt auch schon wieder das nächste. Und wie man dort auf der Karte sieht, ist daneben natürlich auch wieder so ein ganz, ganz kleines Viertel. Und ich glaube auch so, das ist eins der kleinsten. Das gerade war natürlich noch kleiner. Und dadurch halt auch noch hartnäckiger. Aber im Großen und Ganzen lassen sich die Viertel dann doch relativ leicht übernehmen. Problematisch ist das halt immer nur, wenn man dann nicht im Gebiet steht und man dann halt eben sinnlos wartet, weil kein Gegner kommt, man findet keine Gangmitglieder und man sucht sich dumm und dusselig. Doch wenn man dann halt einfach mal aus dem Gebiet rausgeht, ein bisschen weiter weg ist, tauchen die halt einfach zufällig auf. Andere Waffen kann man natürlich auch mal ausprobieren. Immer mit dem Risiko, dass man nichts trifft, weil die Waffe halt einfach nicht so stark ist. Deswegen einfach immer zu M4 wechseln. Damit hat man eine solide Waffe und auch gute Chancen, die Gegner zu treffen. So, das nächste Viertel gehört uns. Und das war wirklich das Problemviertel. Ich glaube, ich habe dann eine halbe Stunde lang nur nach Ballers gesucht. Und irgendwann zufällig standen sie dann auf den Bahngleisen, wie man am Anfang ganz kurz gesehen hat. Was dann endlich dafür gesorgt hat, dass man ja, weiterkommt und das Gebiet endlich übernehmen kann. Und schlussendlich haben wir es dann natürlich auch übernommen bekommen. Und jetzt habe ich gespoilert.
meine eigenen Videos gespoilert. Ne, auf jeden Fall, man hat dann natürlich erstmal alle Gebiete übernommen und ich denke mal, da war schon eine solide Grundlage mit. So, da wir jetzt ja endlich alles mehr oder weniger übernommen haben, zumindest hier die, was machen die denn jetzt da? Hier dieses große Gebiet. Warum ist das eigentlich da so komisch dunkelgrün hinterlegt? Na gut, ist ja auch egal. Ich würde sagen, wir speichern jetzt erstmal wieder alles und wir ja, versuchen dann hier dieses Teilstück noch zu übernehmen. Aber da die ja abgetrennt sind, dürfte das nicht allzu schwierig werden. Hauptsache, wir haben schon mal hier das Große. Von da würde ich sagen, fahren wir jetzt erstmal. Was hat der jetzt vor? So nicht, Junge. Nee, nee. Ja, du darfst auch einsteigen. So, erstmal wieder ganz gemütlich zurückfahren. Weil das ist ja jetzt doch schon etwas komplizierter gewesen. Zumindest nicht komplizierter, sondern eher langwieriger. Grove Street links rum. Was ja auch sehr interessant ist, warum ist so eine Straße ausgeschildert? Aber egal. Soll mir egal sein. Perfekt. Da sammeln wir mal Geld ein. 6000 Dollar, ja. Haben wir zumindest ein Gewehr wieder drin. Wir sind ja leider ein paar Mal gestorben. Aber nun gut, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, der Pump.